Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute zum Thema Gönn dir was. Also ich habe 12 Dinge, die ihr einfach mal machen könnt, um euch etwas zu gönnen, weil ihr solltet euch selbst mal belohnen. Also für all das, was ihr jeden Tag tut, gerade wir Mütter, wir tun viel. Ja, oder auch einfach mal dafür, dass es dich gibt, dass du ein toller Mensch bist. Also gönn dir was und belohn dich und ich habe 12 Tipps, was ihr euch gönnen könnt. Punkt Nummer 1 ist ein Wochenende nur mit dir. Für mich war es anfangs sehr, sehr schwer, Zeit nur mit mir selbst zu verbringen. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber es ist dann halt kein Kind um dich herum, kein Mann um dich herum, keine Freundin um dich herum. Aber wenn man sich nach ein paar Stunden dran gewöhnt hat, ist das so, so toll, weil du bist ja der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und eigentlich solltest du auch der Mensch sein, mit dem du am liebsten Zeit verbringen möchtest. Und deswegen probier mal aus. Verbring mal nur ein Wochenende nur mit dir allein. Punkt Nummer 2 ist natürlich Wellness und Spa. Ja, das ist das, was uns bei sowas immer als erstes in den Sinn kommt. Massage, eine Gesichtsbehandlung, in die Sauna gehen. Irgendwie sowas. Wir wissen alle, dass es sowas gibt und dass das toll für die Seele und den Körper ist. Aber wir machen es halt viel zu selten. Also mach jetzt mal den Schritt und mach mal einen Termin und mach das mal. Mein Tipp Nummer 3 ist Sport, aber Sport, der dir Spaß macht. Also Sport, den du tust, weil er dir Spaß macht. Also nicht, weil du abnehmen möchtest oder tralala, sondern Sport, der dir Spaß macht. Probier mal halt verschiedene Sachen aus, die du schon immer mal probieren wolltest. Pilates, Yoga, Zumba oder irgendwas, was dich schon immer mal interessiert hat. Hockey, irgendwie, probier mal aus. Und wenn du einen Sport gefunden hast, der dir Spaß macht, dann mach das regelmäßig. Vierter Punkt. Luxusartikel. Gönn dir was, bedeutet natürlich auch, sich mal was zu kaufen, was vielleicht ein bisschen, na, ich will nicht unbedingt sagen, teurer ist. Also für mich zählt schon, teure, gute Schokolade ist für mich schon Luxusartikel. Oder ein gut gemachter Blumenstrauß ist für mich ein Luxusartikel. Ihr könnt aber halt auch mal teureren Schmuck kaufen. Ne? Also kauft euch mal ganz bewusst etwas Teureres, nur für euch. Also so einen klassischen Luxusartikel, den man normalerweise nicht braucht. Also ich brauche theoretisch keine Blumen, ich brauche theoretisch keine teure, gute Schokolade, aber es tut mir gut. Punkt Nummer 5 ist gutes Essen. Ja, und zwar gutes Essen, das man dann auch genießt. Also nicht, was man irgendwie vor dem Fernseher oder schnell so nebenbei mit den Kindern, nein, mal wirklich gutes Essen. Geh in ein teures Restaurant, genieß das, isst es ganz bewusst, schmeckt das mal so richtig und genieß mal richtig gutes Essen. Punkt Nummer 6 sind Tagträume. Also ja, lass es einfach mal zu, sitz einfach mal auf der Couch oder im Garten und träum mal so vor dich hin, ne? Was jetzt vielleicht Aufregendes passieren könnte. Früher als Kind habe ich das ständig gemacht und das habe ich irgendwie so verloren, obwohl Tagträume was richtig Tolles sind, ja. Was man tun würde, wenn man eine Sailor-Kriegerin wäre, so waren früher meine Gedanken, ne. Oder was passieren würde, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ja, was ich dann mit dem Geld tun würde. Einfach mal träumen. Punkt Nummer 7, putzen lassen. Auch das hat was mit dem Thema, gönn dir was zu tun, ja. Wenn du jemanden mal dafür bezahlst, dass er für dich putzt. Also da gibt es zum Beispiel die Internetseite helping.de, die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Da findet ihr halt Leute in eurer Nähe, die können euch mal so unliebsame Sachen machen, ne? Wie Fenster putzen, bügeln, keine Ahnung. Oder mal wirklich das ganze Haus von oben bis unten putzen. Gönnt euch sowas einfach mal. Punkt Nummer 8. Sich einfach mal einen Koch ins Haus holen oder einen Friseur oder einen Masseur, ja. Also so, da gibt es auch super viele Anbieter, wo die Leute echt zu euch nach Hause kommen, wo ihr in eurer gewohnten Wohlfühlatmosphäre seid, wo ihr nicht noch irgendwie quer durch die Stadt fahren müsst, wo die Leute echt zu euch kommen, wo ihr dann auch, ne, gerade nach einer Massage, einfach nur dann von der Massageliege auf eure Couch fallen könnt. Das ist doch perfekt. Punkt Nummer 9, lasst mal andere was für euch machen. Also so ganz simple Dinge, wie ihr müsst Weihnachtsgeschenke besorgen, Geburtstagsgeschenke besorgen, das können andere Leute für euch tun. Und zwar gibt es da verschiedene Services und Apps, wie zum Beispiel 61 Minutes. Da könnt ihr Leute dafür beauftragen, dass die solche Dinge für euch besorgen, die euch einfach den Alltag erleichtern. Ihr müsst nicht machen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Finde ich eine klasse Sache. Punkt Nummer 10, schafft euch einen Rückzugsort. Also das muss nicht zwingend bei euch zu Hause sein, ist aber natürlich ganz praktisch. Einfach einen Ort, den ihr super schön findet, wo ihr richtig schön entspannen könnt, wo ihr einfach gerne seid, den ihr euch auch entsprechend einrichtet mit, weiß ich nicht,
lassen wir mal, ne, bei mir ist es zum Beispiel das Schlafzimmer, dass da Blumen stehen, dass da einfach das so eingerichtet ist, wie ihr das wollt. Oder es kann auch eine Hütte im Wald sein. Oder es kann Platz in eurem Garten sein. Oder es kann irgendwo im Wald sein. Ja, das muss ja nicht immer dann irgendwas hergerichtet sein. Also so ein Rückzugsort, wo ihr hingehen könnt, wenn es euch mal nicht so gut geht und wo ihr euch einfach entspannen könnt. Ne? Das muss auch was mit euch hier drin machen. Ja, also Meer ist zum Beispiel auch immer ein toller Rückzugsort, wenn ihr dafür die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendwie am Meer wohnt. Also schaut mal nach eurem ganz persönlichen Rückzugsort. Punkt Nummer 11, schreibt mal eure Ziele und Träume auf. Also es kann ganz viel mit dir machen, wenn man sich echt mal ganz bewusst hinsetzt und mal aufschreibt, was man eigentlich noch so gerne tun möchte im Leben. Man kann es auch Bucketlist nennen. Ob ihr das dann jemals macht, ne? Manchmal kommen da auch ganz verrückte Sachen auf diese Listen, aber das ist völlig egal. Es macht prinzipiell schon erstmal Spaß, wenn man sich mal frei macht von allen Begrenzungen und wenn alles möglich wäre, was würde ich dann tun? Und mein letzter Punkt, setzt Grenzen und sagt Nein. Also wenn ihr gerade auf irgendwas keine Lust habt oder auch keine Zeit habt, dann sagt doch einfach Nein. Oder wenn irgendwo so eine persönliche Grenze von euch erreicht ist, dann sagt es auch mal ganz klipp und klar. Ja? Das hat auch was damit zu tun, sich etwas zu gönnen. Man sagt nämlich in dem Zusammenhang Ja zu sich selbst und gönnt sich Freiheit, Freizeit, indem man einfach mal zu einer Aktivität Nein sagt. Nein, ich backe diesmal keinen Kuchen für die Schulveranstaltung zum Beispiel. Oder nein, ich mähe heute deinen Rasen nicht mehr. Irgendwie sowas. Setzt mal Grenzen und sagt Nein. Und zu diesem Thema kann ich euch ein Video von der lieben Stefanie sehr empfehlen, was ich euch unten in die Infobox packe. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!